Also das Paradox ist den Psychologen gut bekannt unter dem Begriff Erfolgsdepression. Wer auf einen Erfolg lang hinarbeitet und ihn dann hat, dann genießt er ihn nicht etwa, sondern geht traurig durch die Straßen und fühlt sich verloren. Und vielleicht haben Gott wir in Deutschland manchmal auch diese Erfolgsdepression, weil man den großen Wechsel seit 1989, der ja nicht nur so war wie zweiter Teil Bismarck gründet das Reich, sondern die Entdeckung Amerikas, in dem der ganze Kontinent jetzt vor uns liegt und die Deutschen von Freunden umzingelt sind, das haben wir noch nicht ganz verkraftet.